In diesem Video werde ich dir erklären, warum ich davon ausgehe, dass die nächsten Jahre am Aktienmarkt schwieriger werden könnten und wie du dich quasi darauf vorbereiten kannst und wie ich das Ganze sehe und warum sie eben schwieriger werden können. Bleib auch unbedingt bis zum Ende dran, weil ich werde dir genau zeigen, wie ich mich auch mental darauf einstelle. Viel Spaß beim Video. Wenn man dieses Intro hört, dann hat man vielleicht ja negative Gedanken und denkt, oh, das ist jetzt noch so ein Video, wo eben ja prognostiziert wird, dass in den nächsten Jahren ein Crash kommt. Hier schon mal vorab, ich bin kein Crash-Prophet, ich bin keiner, der jetzt irgendwie besonders negativ behaftet den Aktienmarkt sieht und die ganze Zeit diese Risiken überbewertet, aber wir sind in einer Situation, wo einfach sehr, sehr viele Sachen offen sind, wo auch die letzten Jahre an der Börse überdurchschnittlich gut waren und rein statistisch gesehen, ja, ohne jetzt mal Ursachen aufzuzählen und Wahrscheinlichkeiten, weil ich diskutiere eigentlich erst Sachen, die da sind, die real sind und ja, natürlich kann man immer davon ausgehen, aus dem und dem Grund wird der Aktienmarkt nächstes Jahr Mitte August crashen, das kann ich nicht sagen, aber rein statistisch gesehen, ja, hat man jetzt in den letzten Jahren natürlich den Corona-Crash gehabt, das war ja 30-40% teilweise auch in großen Indizes ein sehr heftiger Crash, aber eben eine sehr schnelle V-Erholung und deswegen könnte es eben auch sein, dass die nächsten Jahre schwieriger werden, dass man vielleicht nur ein paar Prozente macht am Aktienmarkt und inflationsbereinigt, ja, auch vielleicht mal ein paar Negativjahre hat oder wir sogar mal Ende des Jahres, Ende des nächsten Jahres ein negatives Jahr haben werden. Grundsätzlich sind das Dinge, die den Leuten Sorgen machen. Aber ich freue mich auf sowas. Ich hoffe, und ich werde dir auch ganz genau erklären, warum, ich hoffe, dass das eintritt. Ich hoffe, dass die nächsten Jahre schwer werden, weil die meisten von uns, die meisten haben ja Zeit. Die meisten haben 10, 20, sogar 30 und teilweise 40 Jahre Zeit. Ich habe gestern ein Interview aufgenommen, da hat mir der Kai von Watchwise erzählt, dass seine Schwester mit 14 Jahren jetzt schon einen ETF-Sparplan hat. Sie hat so lange Zeit und ist jedem voraus, ja, der, keine Ahnung, erst später anfängt. Und solange du Zeit hast, solltest du dich eigentlich ja, freuen, wenn schwierige Zeiten kommen. Weil gehen wir jetzt mal davon aus, von einem relativen Worst Case, dass wir vielleicht mal einen relativ bärischen Aktienmarkt haben. Das heißt, die Aktienkurse würden quasi permanent fallen, die nächsten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre. Wenn man jetzt so dann denkt, dann hat man erstmal so ein mulmiges Gefühl und denkt sich, okay, dann mache ich ja meinen Sparplan und mein Vermögen wird ja von Jahr zu Jahr gefühlt weniger. Und man hat eigentlich keine Lust darauf. Und man sagt sich eigentlich, sowas will ich ja eigentlich vermeiden am Aktienmarkt, aber das ist die beste Möglichkeit, gerade wenn du Zeit hast, in solchen Crashes einfach kontinuierlich weiter zu investieren. Und wenn jetzt Aktien steigen und immer teurer werden, dann hast du natürlich so wie jetzt weniger Auswahl an kaufenswerten Aktien. Natürlich sind jetzt auch noch Aktien kaufenswert, aber grundsätzlich sind zum Beispiel, wenn wir uns jetzt nochmal Corona-Crash anschauen, da waren halt so viele Aktien kaufenswert. Die meisten Leute, die hatten quasi so viel Aktienauswahl und zu wenig Geld, um diese ganzen Aktien zu kaufen. Das ist der Idealzustand, den wir eigentlich haben wollen. Und desto länger der andauert, desto einfacher kannst du in der Zeit weiter dein Geld verdienen, Bonuszahlungen erhalten und das eben günstig in diese Unternehmen investieren. Deswegen musst du versuchen, gar nicht mehr diesen Crash-Gedanken als etwas sehr Negatives zu sehen. Auch diese ganzen YouTube-Videos, der nächste Crash, der Crash kommt dann, 2020 wird alles einbrechen. Das schürt Angst. Deswegen funktionieren diese Videos auch so gut. Und viele Leute lassen sich davon aber verunsichern. Aber eigentlich müssten genau diese Videos, die für eine, ja, oberflächlich gesehen vielleicht für eine negative Stimmung sorgen, müssten dich eigentlich eher fröhlich machen, dass du sagst, hey, nice, es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren ja, durch verschiedene Faktoren, sei es eine weiter anhaltende Inflation, sei es steigende Zinsen, was auch immer es ist eben sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 5 Jahren nochmal richtig rappelt und dass auch mal eine längere Bärenphase am Aktienmarkt eintreten wird. Und das ist eben fantastisch, weil du wirst dein Geld weiter verdienen, du wirst vielleicht mit den Jahren auch mehr Geld verdienen und du kannst dieses Geld einfach dann am Aktienmarkt investieren und bekommst quasi gute Unternehmen für einen günstigeren Preis. Natürlich musst du wissen, was du kaufst, wie du dich auch auf sowas vorbereitest, dass du auch jetzt nicht überrascht bist, wenn sowas passiert. Das werde ich dir auch gleich noch am Ende des Videos erklären, wie ich das mache oder wie ich mich auch darauf einstelle, dass man quasi, wenn die Möglichkeit da ist, man auch handeln kann, weil viele Leute, na, die gehen einfach oder die verdrängen dieses Crash-Szenario. Aber was ich grundsätzlich damit sagen will, es ist eigentlich ein extrem positives Ereignis für uns alle, wenn wir langfristig anlegen, wenn der Aktienmarkt auch mal ein paar Jahre nicht so performt. Auch wenn es in der Zeit, wo das passiert, natürlich relativ schwierig ist, das Ganze positiv zu sehen. Und genau das ist der Punkt. Du musst quasi immer
andersdenkend. Wenn die Masse euphorisch ist und wenn der Aktienmarkt läuft, dann musst du quasi ja immer dran denken, oh, wenn es zu euphorisch wird, dann könnte das ein Anzeichen sein, dass der nächste Crash schon bald kommt. Mein Vater hat mir das erzählt, es war im 2000er Crash so, da hat er auch gesagt, ja, er hat abends irgendwie getradet bis 23 Uhr in Luxemburg bei der Bank und dann kam noch die Putzfrau und hat nach Aktientipps gefragt, der Taxifahrer, der ihn nach Hause gefahren hat, hat nach Aktientipps gefragt. Und genauso war es 2008, die Euphorie war hoch. Deswegen musst du quasi das Negative, ja, die Aktienangst, dass wenn Leute plötzlich Aktien vermeiden, das musst du quasi willkommen heißen und musst du für dich einfach ausnutzen, damit du auch langfristig gesehen die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch die besten Chancen überhaupt nutzen kannst. Es ist halt nicht leicht, wenn die ganze Welt negativ ist, ja, das Positive zu sehen und auch dann demnach zu handeln. Und jetzt werde ich dir noch erklären, wie ich mich darauf einstelle, sodass, wenn es passiert, ich erstens nicht überrascht bin und zweitens auch dementsprechend sehr, sehr gut handeln kann. Erster Punkt ist, das ist auch eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird, sollte man irgendwie Cash für einen Crash parken? Und ich sage da, ja, du solltest schon irgendwie Liquidität haben und auch grundsätzlich irgendwo immer Rücklagen haben, die jetzt nicht investiert sind. Erstens natürlich aus Notgroschen, das heißt, wenn irgendwas in deinem Leben passiert oder du generell mal Geld brauchst, brauchst du einfach unabhängig von deinem Aktienportfolio Geld. Das ist ganz klar, das ist ganz basic, das sollte jeder haben. Falls nicht, dann erledige das auf jeden Fall. Dann solltest du aber auch irgendwo eine gewisse Cashquote in deinem Aktienmarktportfolio haben, einfach, dass du auch Nachkaufchancen nutzen kannst. Es muss ja nicht immer für den nächsten Crash sein, aber wenn du eine gewisse Liquidität auch hast, das kann 5% sein, das kann 10% sein. Ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwie 30, 40% Cash zu haben in meinem Aktienportfolio, aber eine gewisse Summe, dass ich flexibel handeln kann, wenn auch mal eine Einzelaktie extrem kaufenswert wird, das finde ich schon wichtig, weil ansonsten verpasst du vielleicht Chancen, die dann da sind. Das heißt, deine Aktie, die du vielleicht auf der Watchlist hast, die ist plötzlich kaufenswert, aber du hast das Geld nicht und das ist halt extrem ärgerlich. Deswegen kümmere dich darum, dass du da klare Prozesse hast und das Fundament am Aktienmarkt für dich auch steht. Das heißt, dass du erstmal eine klare Strategie hast, dass du extrem Ordnung hast, dass du auch nicht einfach eine Watchlist hast, wo alles drauf gesammelt ist, sondern auch einen ganz klaren Kaufprozess hast. Und wenn du ja dich fragst, wie das Ganze funktioniert und du dabei Hilfe brauchst, dann schau gerne mal auf www.mxrode.com vorbei und da kannst du dich gerne auf ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch eintragen und da schauen wir uns deine Situation einfach mal an. Und da kann ich dir auch ganz genau zeigen, wie das Ganze aussieht, sodass du einfach die Klarheit hast und es dir wirklich egal sein kann, was passiert und du dich sogar freust, wenn der Aktienmarkt fällt und nicht diesen negativen Gedanken hast, oh mein Gott, mein Geld wird weniger. Falls dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Kommentar und vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Maxim.